So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich schon jetzt mit der fünften Aufgabe, die ich am machen bin, nämlich durchsuche Munitionskisten im Verlauf eines Matches. Dazu gehen wir nicht in Solo, nämlich in Gruppenkeile, weil in Gruppenkeile hat man bekanntlicherweise seine Ruhe. So, dann kurz in eigener Sache, uns fehlen noch 8 Abonnenten, was bedeutet, wenn wir 520 Abonnenten haben, dann kommt die nächste Zahl hinzu und ihr könnt alle natürlich eher den Paysafe-Code knacken. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Code funktioniert, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich das komplett erkläre, wie du den Code einlösen kannst. Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten kommt immer eine Zahl hinzu. Für jedes Fragezeichen kannst du nur Zahlen einfügen, keine Buchstaben. So, und die alten Hasen unter euch wissen ja, liken nicht vergessen und gerne einen Kommentar da lassen. So, dann würde ich sagen, ja, landen wir hier. So, wir brauchen Munitionskisten. Auf der alten Map war es der Block. Da hätten wir die Aufgabe so einfach erledigen können. Aber der Block haben wir nicht mehr. Jetzt muss ich mal gucken, ob alle direkt rausspringen, weil als Tipp kann ich euch wirklich geben, eigentlich bleibt so lange wie möglich im Flugzeug. Ach, ich sah immer Flugzeug im Bus. Aber irgendwie springen die alle nicht raus. Ja, die wollen, glaube ich, zu Dirty Dogs. Ich glaube, ich fliege zu Steamy. Weil, soweit ich weiß, ist nämlich da keine einzige Aufgabe. Und da fliegt auch keiner hin. Heißt, ich kann da in aller Ruhe alle Kisten öffnen. Weil, wie ihr seht, die meisten fliegen zu Craggy, Lazy oder zu Farm. Weil einmal soll man da landen, einmal Kisten öffnen und einmal, weil da die Heuballen sind zum Verstecken. Wie ich euch ja auch schon im Video gezeigt habe. Und deshalb landen die nämlich genau an den drei Stellen. Ich lande hier, wo überhaupt nichts ist. Aber gar nichts. So, dann haben wir Munitionskiste Nummer 1. So, unsere Waffen interessieren mich jetzt nicht. So, da haben wir Munitionskiste Nummer 2. Machen wir direkt alles auf, was wir finden. Gibt ja alles EP. So, da haben wir Nummer 3. Gegner werden wir hier eh keine finden. Warte mal, hier war ich schon. Da geht's. Ne, hier geht's nicht raus. Da haben wir Nummer 4. 4, Nummer 5. Haben wir hier noch eine? Nee. Nee, raus will ich noch nicht. Die haben wir, ja. Gehen wir noch mal ins runter. Da haben wir nämlich noch eine. Der Spot sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt fehlt uns noch genau eine. Hier versteckt sich keine. So, hier waren wir ja gerade. Gehen wir mal gerade schnell in ein anderes Gebäude. Eigentlich. Hier ist ja ein Würfel. Wer kennt ihn noch? Hier müsste eigentlich noch eine Munitionskiste drin sein. Nein, hier ist nur eine normale Kiste. Ah, eine werden wir ja wohl noch finden. Da ist das nächste Gebäude. Da ist jetzt safe eine drin. Oben habe ich schon eine Tür gesehen. Wo Türen sind, das ist in der Regel eine Munitionskiste. So, damit seht ihr, 7 von 7 erreicht innerhalb von 3 Minuten. Jetzt raus aus der Runde und man hat die EP eingesammelt und man kann sich um die nächsten Aufgaben kümmern. Wie gesagt, wenn ich dir damit schon helfen konnte, lass gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten an alle anderen haut rein.